Also, jetzt machen wir weiter mit der ersten Gruppe im zweiten Block. Das ist das Team GRAS. Das ist ein Akronym, wenn ich das richtig sehe. Und in der Gruppe haben wir Gennadi, Markus, Simon, Lukas, Karl und Martin, Kara, Laie, Mohammed und Tobias. Herzlich willkommen. Also zu Beginn ein kleiner Fun-Fact. Bananen sind nicht nur strahlend gelb, sondern auch ziemlich radioaktiv strahlend. Mit solchen Fakten könnt ihr vielleicht auf einer Party ein bisschen klugscheißen, aber wir interessieren uns eher dafür, dieses Halbwissen auszumerzen. Im Übrigen, das hat sich in unserer Testreihe nicht so bestätigt mit den Bananen. Deshalb haben wir an diesem Wochenende GRAAS entwickelt, also Gamma Radiation Measurement as a Service. Klartext, wir wollen ein engmaschiges Netz an mobilen Sensoren aufbauen, um radioaktive Strahlung zu messen. Wir nutzen das Prinzip Citizen Science, also interessierte Bürgerinnen und Bürger sollen befähigt werden, selbst Daten zu sammeln und zu teilen. Und dazu braucht es natürlich kostengünstige Geräte, aber auch eine praktische Plattform für die Veröffentlichung. Unser Ziel: auf einer Karte kann jeder einsehen, welcher Stadtteil zum Beispiel am meisten strahlt oder auch, was vielleicht noch von Tschernobyl übrig ist. Ihr wollt mitmachen? Dann müsst ihr bei Liam aufpassen, welche Geräte ihr euch holen müsst. Und den Code dafür findet ihr auf GitHub. Genau, ich erkläre jetzt die Technik. Hier seht ihr unseren Prototypen. Das Herzstück von unserem Prototypen ist natürlich der Geiger-Müller-Zähler, der die Strahlung, also Gamma- und Beta-Strahlung in Mikrosievert misst, das dann an den Raspberry Pi schickt. An dem Raspberry Pi hängt außerdem noch ein GPS-Modul dran. Der Raspberry Pi versieht dann die Geodaten und eben den Strahlungswert mit einem Timestamp, also mit der Messzeit, und schickt es momentan noch übers Internet, wie wir das vielleicht in Zukunft besser machen wollen, nachher noch von Muhi. Und genau, das schickt es dann an einen zentralen Server und der Server speichert die Daten und liefert die zu unserer Webseite aus. Die Webseite sieht so aus. Das ist eine Karte, auf der eine sogenannte Heatmap liegt. Da kann man dann einfach, da wird einfach dargestellt, wo es stärker strahlt und wo es eher nicht so stark strahlt. Ja, vielleicht sieht man es gerade. Doppelklick oben. Genau, das wird dann die Daten, die wir dann eben von unserem zentralen Server kriegen, werden dann eben hier dargestellt. Rote Bereiche eben stärkere Strahlung. Genau. Die Karte lädt gerade nicht, aber da wäre eine Karte. Hier kam schon die Frage gerade aus dem Publikum, wo ist das? Das, was da, was man auf der Karte sieht, was da so strahlt? Einfach nur, ich frage für eine Freundin. Das sind tatsächlich gerade keine echten Messwerte, weil wir jetzt noch, also das ist relativ schwer jetzt durch ganz Berlin zu laufen. Das sind einfach, ich weiß nicht wo Tangermünde ist, aber das sind halt einfach Dummy-Daten, aber so sieht es dann auch in echt aus. Also das ist jetzt kein großer Unterschied. Okay, dann ist ja egal, danke. Also ich will jetzt sagen, was wir in der Zukunft machen. Unser Zukunftsausblick ist, dass wir in den Karten einen Zeitspannenregler haben. Das heißt, wir wollen die Daten verschiedener Zeiträume vergleichen können, wie das damals war und wie es jetzt war. Außerdem wollen wir ein modulares System, und zwar wir wollen LoRaWAN. Das verwenden wir statt das Internet. LoRaWAN heißt Long Range Wide Area Network. Das kann man benutzen, um komplette Regionen abzudecken. Das ist nämlich effizient. Das heißt, wir brauchen wenig Antennen, um damit zum Beispiel, wir könnten jetzt damit eine sehr große Reichweite haben.
Und Probleme sind halt die Authentität. Das heißt, keine Manipulation der Daten, dass wir rausfiltern, was wenn mal ein Messgerät zum Beispiel versagt. Und wie geht's mit der Privatsphäre? Wir müssen halt darauf achten, dass weil da sind ja Timestamps drinne und deswegen haben wir das halt so gemacht. Wir müssen noch was finden, damit die Privatsphäre noch klappt. Das war's. Ganz vielen lieben Dank. Dankeschön an Team Gras. Ich könnte mir vorstellen, das wird ein echter Verkaufsschlager, wenn ein gewisser Herr Trump die Wahl gewinnen sollte und in die Nähe von Abschlusscodes kommt. Vielen Dank.